Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Römern. Wir sind gerade hier versammelt, um die Galeka an den Mast zu nageln. Ich glaube, ich spiele das trotzdem, auch wenn das ziemlich safe ist, aber es ist eine große... Ja, oder? Ja, komm. Es ist eine große Schlacht, 3000 gegen 2000. Passt. Auch wenn das relativ einfache Einheiten sind. Aber das war halt... Ja, das war halt das Problem. Dass die Rebellen und so weiter, die waren ja nicht so... Ja, nicht so heftig ausgebildet wie die Römer. Achso, hä? Wieso ist er hier pausiert? So, aber hier habe ich ja immer noch nur die Legionärskohorte. Ein bisschen wenig. Aber Gepanzerte sind natürlich viel besser. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Gut, also hier ist nur hier ein Eingang, glaube ich. So, ich würde mal drei hier hinschicken. Und drei dahin. Und die da dahin. Die da hier hin. Den General dahin. So. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Ich rate mal in den Rücken. Und hier marschiere ich mal vor und hier marschiere ich hinter.
So, kurzer Charge. Bams. Sehr schön. Ja, das passt. Ich reite mit denen mal komplett außen rum, damit ich ja hier ein bisschen Unterstützung geben kann. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Aha. Passt. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, ne? Passt. General töten? Der feindliche General ist tot. Super. 400 verloren. Ich habe sehr, sehr viel Friendly Fire gemacht. Beziehungsweise die da, die Bösen. 255, 200 und 240. Passt. Der hat auch 200. Mhm. Nicht schlecht. Schön in die Weichteile. So. Wieder zurückerobert. Nee, das brauchen wir da nicht. Du gehst weiter Richtung hier. Du hast was bekommen. Das hier. Sehr schön. Es ist Winter. Ja, du bleibst mal hier.
Und du stellst dich mal. Oh, ich kann gerade so um einen Punkt. Kann ich nichts machen. Gut, weiter. Bin mal gespannt, ob er sich traut, mich anzugreifen. Ich glaube, er macht es nicht, weil warum auch? Warum auch? Ja, schon wieder. Entschuldigung. Hab schon wieder das Mikro angefasst. Da kann ich, glaube ich, noch einiges mitnehmen. Weil Fernkämpfer hat er keine gescheiten. Es sei denn, die da haben wieder Fernkampf. Die da können Fernkampf machen. Aber die da tun halt nicht weh. Die beiden werden sicher einiges aufhalten können. Dann schauen wir mal, wie er sich bewegt. Das sieht gut aus. Nee. Gut. Du darfst es auf jeden Fall einnehmen. Der geht nicht über die Linie. Jetzt hat er aber. Unser General wird angegriffen. Werfen zu wenige. Komm, werft. Ach, die Wolfen wollen nicht werfen oder was? Die Männer wanken. Aber deren Männer auch. Ja, jetzt werfen die.
Verdoppelte Geschwindigkeit! Das bringt nichts. Das bringt nichts. Die werden sowieso zerschlagen. Schön, schön. Schnelles Marschieren! Liebes Säube! Ja, ja. Also die da mache ich mal ja voll frei quasi. Noch eine Salve, glaube ich. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Die, ja doch. Ich mache jetzt Feuer frei. Dann entlaste ich meinen General ein bisschen. Und wie gehst du jetzt dahin? Was machst du denn für ein Schmarrn? Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das fand ich ganz so gut. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Jetzt versuche ich mal die Pferde wenigstens ein bisschen zu dezimieren.
Ah, das wird auch nicht klappen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Jetzt muss ich aufpassen. Unsere Männer fliehen. Wenn der jetzt so hingeht, das ist ein schändlicher Anblick. Muss ich hier hingehen. Das ist, glaube ich, noch nicht sicher. Ja, er will noch jagen. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Wenn er jetzt nicht in meinen Rücken fällt, dann könnten wir hier noch wenigstens eine Einheit aufreiben. Hier wird's schwer. Die Hopliten Bürgerwehr auf jeden Fall. Vielleicht den zweiten auch. Aber hier sind halt, ja, die waren halt von Anfang an ein bisschen angeknackt. Aber die könnten es schaffen. Wenn der so lange aushalten, ja, der wird nicht so lange aushalten. Schade. Der hat halt noch über die Hälfte Wurfsperre. Das ist echt unsere Männer fliehen schade. Vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, jetzt meint der auch. Wieso, unsere du bist Männer der General? Der naja, gut. Ja. Ich hätte nicht da hochgehen sollen. Beziehungsweise, als ich gesehen habe, dass der mit der ganzen Armee jetzt auch hochgeht, hätte ich mit dem General wieder runtergehen sollen. Aber egal. Shit happens. Sinope wird auch die ganze Zeit von den Chimären wieder erobert. Nö. Nö, nö, nö. Was macht er jetzt? Ah. Ja, warum auch nicht, ne? Ja, das kann man so spielen. Das erober ich dann zurück. Dieser kleine Frechdachs. Aber dann ist es ja ganz passend, dass ich mit zwei Legionen runtergegangen bin. Die
Die eine wird dann nach Asee gehen, die da, und die andere wird dann Richtung Westen gehen. Wieso ist das eigentlich kein Kriegsding? Hä? Parax, das ist nicht von mir, ne? Politiker. Kriegerische Prioritäten. Infanterie nach Hause zurückgekehrt. Sabotiert. Störung und Unruhe stiften. Natürlicher Tod. Ja, okay. Wenn es natürlich war, hohe Chance auf Sezession. Wieso? Ich bin doch Imperium. Frömmler. Minus eine Loyalität für jede Provinz, in der die Kultur des Spielers nicht dominant ist. Aber überall ist meine Kultur dominant. Just saying. So, mein lieber Kaiser. Befreie sie mal. Sollen wir das spielen? Ah, nächste Runde spielen wir das. Also, an sich ist es klar, dass wir das gewinnen. Also, laut der also den da. Aber sie haben viele Pikniere. Sehr viele Pikniere. Deswegen werde ich das spielen. Gut, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye. Sie müssen bestraft werden! Ja.